So, hallo zu einem kurzfristigen Let's Show. Ich werde das Let's Show so lange machen, bis der neue Patch rauskommt mit dem Deutschsprache, also dass es Deutsch wird. Und dann werde ich anfangen, Path of Exile zu Let's Playen. Also, ich bin froh, dass es endlich kommt auf Deutsch und auch dass der vierte Akt endlich kommt. Wirklich wunderbar. Und ja, bis dann möchte ich eben ein bisschen etwas zu tun haben noch und deshalb das Let's Show. Und das wird immer so ablaufen, ich werde spielen, dann bis ich das nächste Mal aufnehmen kann oder will, ein bisschen MF, also Magic Find oder einfach ein bisschen weitermachen und dann wieder aufnehmen und dann wieder pausieren, dann wieder aufnehmen und so weiter. Eventuell auch zwei oder drei Parts hintereinander oder so. So, also, ich werde, wie der Name schon sagt, ich mit dem Namen zeigen, Zeus-Drago einen Blitz-Templar machen. Und der spielt dann mit Totems, weil ich Totems mag, weil ich die, also ich mag in diesen Spielen meistens die Summoners oder die ganz schnellen, also die Assassinen und so. Aber ja, in Path of Exile hat es nicht so gute Summons, außer die Raging Skulls da. Und die haben, die sind ein bisschen blöd zu spielen. Aber Totems finde ich saugeil und deshalb möchte ich machen. Jo, mal schauen, wie weit ich komme, weil Totems sind relativ leicht zu spielen und das mag ich. Ich will nicht so einen Charakter haben, der richtig schwer zu spielen ist. Wahrscheinlich, ob ich Cosplay auch so einen mache oder so ähnliches. Mal gucken. Also, Vorschläge für Charakterklasse, Let's Play, bitte unten in die Kommentare schreiben, egal welchen Part. Aber am besten dann, wenn es passt. So, ich nehme mal eine Welt. Wenn ich mag, will sein. Ich will immer mager sein. Wenn ich irgendwas Leichts haben will, mit mir so. Oder so. Und Assassinen so einfach für den Ives, die ich schon habe. Weil es ist halt Path of Exile so eher so für Profis. Es ist irgendwie das Gegenteil von Diablo 3. Diablo 3 ist eher casual für Leute, die nicht so gerne, nicht so oft spielen. So Action-Spiele. Und Path of Exile ist so für die Profis. Ich mag eigentlich beide zwischen drin und so, aber leider kommt Diablo 3 bei mir nicht so gut an, keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich weil ich ein bisschen zu viel Kritik sage und so. Aber bei Path of Exile habe ich fast keine Kritik. Also ich kann nicht sagen, ich mag ein bisschen den Server nicht so, weil er extrem laggt manchmal. Also Desync ist, also dass der Charakter plötzlich da drüben ist oder so. Aber spielerisch ist Path of Exile einfach spitze. Und deshalb möchte ich unbedingt wieder ein Let's Play starten, aber ich möchte noch warten, weil sonst lohnt es nicht, weil ich dann eine neue Season anfange. Oh, was ist denn hier los? Irgendwie wird die Ding nicht getroffen. Ja, seht ihr, das ist eigentlich mit Desync. Wahrscheinlich ist es nur in der Schweiz so, in Deutschland nicht so, aber. Okay, jetzt sind sie plötzlich halt tot. Ihr seht's, ich habe eine extrem gute Internetverbindung, das liegt wahrscheinlich am Server. Oder weiß ich es auch nicht. Aber vor allem, ja, vielleicht wird es danach besser, wenn ich das neue Internet bekomme, das noch stärker ist. Aber für mein Dorf ist es sehr gut, weil mein Dorf nicht so eine maximale Internetverbindung sein kann, weil Glasfaser noch fehlt. Aber ja. Also, jetzt werde ich euch kurz mit dem Charakter das erzählen. Ich wollte eh schon immer einen toten Charakter haben, der einfach den Spell-Toten, also nicht den Flame-Toten, sondern einfach den Spell-Toten, den Spell. Und ja, ich möchte am liebsten Arc benutzen, weil Arc ist so ein richtig schneller Spell mit Kettenblitz, also diesen Kettenblitz ist es und das mag ich einfach und deshalb
möchte ich am besten Arc benutzen und irgendwas dann noch dazu. Wahrscheinlich. Nein, geht nicht. Lightning Tracy. Wie heißt der neue Spell, der Blitze spielt? Ja. Tut mir leid, ich kenne ihn noch nicht so gut. Ich habe ihn länger zwar nicht mehr so gespielt. Aber. Vielleicht kann ich es später zeigen. Vor allem den möchte ich noch benutzen und halt einfach auf Lightning. Ich kann es einfach nicht auf Englisch sagen, aber Blitz durchdringen beim Gegner, dass sie mehr Blitzschaden bekommen, möchte ich schauen, dass ich so spielen kann irgendwie. Weil die Resistenzen der Gegner sind manchmal dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und auf den Maps schwer. So, sonst einfach noch ein zweites Element benutzen. Also. Aber Lightning Trinities werde ich jetzt oft benutzen, bis ich später natürlich benutzen kann. Ja, leider ist der Hillock sehr geworden. Oder meine ich das noch? Und ich habe einfach eine scheiß Waffe. Komm mal, wir machen das so. Was? Wer ist der Stärke? Ich bin der Stärke. Lass mich mal ein bisschen Schaden machen. Okay. Jetzt wird es zu streng. Chainbelt. Und ja. Also, eben. Wir werden jetzt ein bisschen öfters wieder Path of Exile spielen, weil das letzte Mal war, wo ich glaube ich im August Ding habe, da war es richtig gut. Also. Viele Leute haben es geschaut und wenn ihr ein bisschen öffentlich werden könntet und so, es wäre richtig geil und dann dürft ihr auch etwas wünschen am Let's Play und im Let's Show. Und ja, hier ist Lightning Tentrils. Ich kann es nicht aufspielen. Lightning Tentrils, das benutzen wir. Machen wir kurz rüber. Nein, ich werde den besseren Stab benutzen, nicht den. Ja, ich will kurz schauen, wo der Spell ist und weiß ich wieder, wie der heißt. Hardhead ist für Cold Damage auf Schlag. Ich hatte ihn doch erst kürzlich benutzt. Weil ich habe ihn gefunden und ich war so happy. Ich war so richtig happy. Und ich möchte kurz noch bei Arc schauen, ob. Ob das überhaupt eine schnelle, also ein Projektil ist. Aber ich denke schon. Müsste ein Projektil sein. Vibes, Barak, Pro. Ist er nicht grün, ist er blau? Lightning Trap war auch etwas Geiles, aber da funktionieren ein paar Sachen nicht. Nein, es ist. Also Wahlarg ist kein Projektil. Okay. Trotzdem gut. Also trotzdem egal. Man müsste eigentlich ein Projektil. Ah nein, es ist kein Projektil wegen dem Ketten. Wegen den Ketten, genau. Add Lightning Damage. Lightning Warp. Okay, ja, sonst werde ich den dann suchen und dann nochmals aufnehmen. Aber es ist richtig genial, also. Lightning Warp. Ach komm. Also ich will noch da vielleicht eine Kinetic Plus, das ist auch gut, aber ich mag nicht so Wanderer, also Stabkämpfer mag ich nicht so. Ja, es ist zu neu, also ich kenne mich auch nicht so gut aus. Also ausrüsten, sonst haben wir noch keine Action mehr. Diesen Ring, der finde ich so gut mit dem 5 Mana Chained Open Kill. Die Schuhe auch wegen der Schnelligkeit am Anfang und keine Befrosen, das ist so entspannt. Ja, die nehme ich auch. Goldring. Ich habe benutzt für MF. Und hier ist der Stab, der Lifespring. Der ist richtig gut. Den brauche ich ja nicht. Den. Oder soll ich zwei Stäbe benutzen? Ist das
10 Spell Damage ist gleich gut. So. Scrolls, die kann ich noch verkaufen. So. Und. Ja, den Ring bringt es bei Magikrakt nicht so. Den hier für Life Regeneration. Everson Neurating. Da habe ich doch noch einen. Ah nein, da habe ich ausgetauscht. Ja, ich werde für Puff of Exile jetzt mehr Geld ausgeben. Und ihr dürft dann auch wünschen nebenbei, was ich so ausgeben soll. Ja, der bringt aber nicht so viel, weil wir keine Minions haben. So. Gut. Ja. Also haben wir also uns ausgerüstet, dann geht's los. Ich möchte es ein bisschen spannender machen für euch. So leer Zeugs haben wir jetzt schon. Let's Play müsste es dann wahrscheinlich sein. Oder ich kann es einfach rausschneiden. Ja. Den einfach weglegen, der bringt sowieso nicht viel. So, also jetzt haben wir hier plus 1 Lightning Trendies und alle haben diese. Wieso ist jetzt eigentlich dieses Unique mit den 6 verbundenen Sockel so beliebt? Es ist ja klar, dass 6 verbundene Sockel sehr selten ist, aber dass alle das den nur noch benutzen. Also es sieht einfach nicht so schön aus, wenn in einer Basis so viele Leute mit diesem weißen Kleid, das ist ja ganz weiß, ich finde das völlig blöd, nur weil die weiße Sockel haben, muss doch das Kleid nicht weiß sein. Außerdem wird manchmal getrieben mit den optischen Effekten, so optische Effekte nicht so, aber wenn es wirklich bei einem blutenden Charakter so ist, das sieht schon echt cool aus. Aber Anton mit extrem viel Geld ausgegeben für Puff of Exile, das finde ich richtig. Damit auch was. Und und wenn zum Beispiel ein Level 1 Charakter in der Basis steht, ganz viel Flammen oder Gift Sachen, dann frage ich mich schon, was ich mache. Es ist angenehm so zu spielen, aber ich will natürlich. Ich finde den Tempel wurde richtig gut gebufft. Schauen wir mal, wie die Rangerin, aber trotzdem echt gut. Endlich nicht mehr der langsamste Charakter. Und hat recht gute Passiv in der Nähe vom Start. Ich nehme noch ein bisschen heiß. Hab fest verpellt oder so, weil es so recht stark gezogen hat. Die Luft ging und blies und alles möglich bei uns. Ja, die unten brauche ich jetzt noch nicht. Ich möchte einfach Damage machen. Mit Totem ist es dann leichter, einfach nur Damage zu machen. Also das auszuhalten. Interessante Map diesmal. Also dass er so oben durchgeht. Einzelne Kriege haben. Stab ist recht. Es ist fast schon zu leicht hier, also machen wir das vorwärts. Zwei Quests, Nebenquests mache ich mal nicht. Und gehen dann. Also Let's Play wird dann fast 100% und eben Let's Show wird schneller machen. Nicht so viel schauen wollen oder so. Hier. Sehen bekommen. Ah, schau mal hier. Der. Das sind halt auch neu. Ich weiß nicht, wo ist der ganz genau.
Ja, Armor Master Haku. The ancestors favor us, my ally. They have gifted a vision of it. Okay. Wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist. Ja, die bekommen dann auch Erfahrung und dann können wir da bessere Gegenstände kaufen, bessere, sagt man den Hideouts. Oh cool. Hideouts, wo man das, ja, wo man wohnen kann und so. Leider haben sie auch andere Sachen, die es dazu gibt. Das ist richtig. Oh, ne. Machen die Schaden. Das sind Totems. Ich will mal testen, wie viel Schaden die machen. Oh, nicht viel, okay. Ich ignoriere sie. Durchblitzen, Durchgang. Okay. So, ja, mit der Konzentration geht es mir momentan besser. Also, ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal durchgehend denken kann, ohne dass ich mich durch Hirnzellen oder so wie ein Beamer gestört werde. Also. Und hoffentlich kommt jetzt auch bessere Qualität auf meinem Kanal. Und wenn ich dann das Mundart ein bisschen weg habe und ein bisschen allgemeiner reden kann. Okay. Der Geist hatte ich schon mal, aber der Geist hat sich gewehrt das letzte Mal. Diesmal nicht. Okay, vielleicht muss es abhängen von der Quest einfach. Jo. Schauen wir kurz auf die Map. Haben wir eine Sekunde, also links unten. Ja, die braucht nicht. Ich weiche eben noch raus. Und nur schauen. Nur ein bisschen Energy Shield schauen. Was ist hier? Das ist nur sein Weg. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Und geben die Quest ab. Also die Nebenquests werde ich dann später. Also bei ihm kommen wir jetzt auf Hand. Wie hoch ist er jetzt? 3,75%. Ah, man kann nur handeln in, also in der Basis. Ja, ich habe eben seit August nicht mehr so viel gespielt. Ich war ein bisschen zu abgelenkt bei anderen Spielen. Hätte es unbedingt müssen. So viel Spaß. Ja, und ich hoffe alles Gute für Path of Exile später. Also in der Entwicklung und so. Und das irgendwie nicht mehr so leckt, kann ich auch wieder ein bisschen höher stellen. Das schon möchte ich wieder höher stellen. So. Ja, okay, jetzt leckt es auch. Irgendwie ist der Schatten ein bisschen komisch. Anti-Aliasing brauche ich nicht, weil ich keine Karten habe. Filtering. Es hackelt so komisch, also es stoppt immer wieder kurz. Nein. Ich muss es so lassen, ich weiß nicht, wieso es bei mir nicht so gut geht. Aber es ist allgemein jetzt kurz irgendwie so. Was ist jetzt an diesem Gebiet anders, dass es so leckt? Oh, das ist so schlecht. Schnell in das nächste Gebiet gehen. Hey, ich hab 41 FPS, hackelt jetzt nicht so. Komm, ich lebe mal in das Game und schau gar nicht, oder? Nein, Chef. Hakel, Hakel. Hakel, die Hakel. Ich wollte echt den Ruhr
den Chef suchen, aber... Ah, hier ist der. Der Ostback-Boot. Okay. Also, dann gehen wir rüber. Hab ich schon eine? Ich hoffe. Nein, nein. Da. Komm jetzt hart mit diesem Gegner. Was ist denn los? Ich hatte Puff-Effex eigentlich die ganze Zeit immer ruckelfrei spielen können. Hat maximal eine Einstellung. Plötzlich, also seit Anfangsjahr, es ruckelt. Das ist so komisch. Also, alles reintun. Kann auf Server, kann auf Server liegen, weil ich, wahrscheinlich der Server ein bisschen überlastet ist oder einfach schlecht hier die Verbindung ist. Aber eben, also an den FPS kann es nicht sein. Jetzt habe ich 52, jetzt habe ich so 60 FPS, also ja, ich hoffe, Fraps lügt mich nicht an. Das liegt am Internet. Ja, sonst muss ich an anderen Seiten spielen. Zocken. Und dann, wenn das selber verlassen ist, also. Ja, ist ein bisschen schlecht. Das Server bitte. Grinding Gear Games, genau. Das sind Filme kurz. So. Heißt das eigentlich auf Deutsch, Zahnräder, die aneinander kratzen, Games? Hab ich den? Nein, den habe ich noch nicht. Den muss ich nehmen, sonst habe ich langen Rückweg. Hallo, wo bist du? Portal. Town Warp. Town Warp. Ich habe immer englische Action-Spiele gespielt, aber bei Puffer Exile ist es schon ein bisschen schwer. Da ich nie Schule habe, muss ich ein bisschen üben. Ah, da ist es. So, sorry, dass meine Stimme auch ein bisschen kratzig ist. Ich bin ein bisschen heiß, erkältet. Wie ja gesagt, von gestern. Aber eben bei mir ist es so, wenn ich irgendwas. Wenn ich etwas gesund bin, kommt das nächste und dann wieder das nächste. Und ja. Ich mach mal hier ein Townportal, gehe kurz zurück. Ich wollte nicht lang überhaupt schon zurück, aber. Ja, aber jetzt auch Geld. So, dann sage ich mal kurz. Ja, tschüss, bis zum nächsten Part. Und ja, wenn es euch gefällt. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.